Doppelwochenende für die FBI VU Feldkirch. Innerhalb von 24 Stunden standen die Nachtragsspiele gegen Maribor und Celje auf dem Programm. Die VU in Schwarz in der Partie gegen Maribor von Beginn an hellwach. Bereits nach 2 Minuten 20 diese Szene. Abayev mit dem Assist. Schenach ließ sich nicht zweimal bieten und schlänzte die Scheibe in die Kreuzecke. Feldkirch führte 1:0. Die Cracks um Coach Miloš Holan machten weiter Druck, die Hausherren ganz klar das bessere Team auf dem Eis und hier mit dem Scheibengewinn im Angriffsdrittel. Meier mit dem guten Auge, Fekete brauchte nur noch hinzuhalten und es stand 2:0, gespielt waren 4 Minuten. Der Start der VU Feldkirch also perfekt, aber die Montfortstädter wollten mehr. Und Feldkirch bekam mehr, Rina zunächst mit dem Pass in den Rücken der Abwehr. Schenach wurde geblockt, aber Rina war wieder zur Stelle. Neuer Spielstand 3:0, die Zeit 10 Minuten und 1 Sekunde. Nun nahm der VU Express richtig Fahrt auf, die Gäste aus Maribor völlig überfordert und die Gastgeber legten nach. Abayev mit dem Blueliner, Maribor Kipadu ließ die Scheibe aus und Winzig war zur Stelle. Wieder ein Treffer, die VU lag bereits mit 4:0 in Front. Noch war der erste Abschnitt aber lange nicht fertig, Maribor-Coach Finska nahm ein Timeout und versuchte seine Mannen neu einzustellen. Dies gelang vorerst auch ganz gut, die Slowenen im Anschluss mit ihrer ersten guten Szene. Kreins aus dem Handgelenk, VU-Schlussmann Bock musste sich gewaltig strecken, hielt die Scheibe aber sicher. Danach war es aber wieder vorbei mit der Herrlichkeit der Gäste. Die VU drückte wieder aufs Gas und durfte fast nach Belieben agieren. Graber Meier mit toller Übersicht, Scheiber mit viel Platz und schon stand es 5:0. Kurz vor Ende des ersten Spieldrittels dann noch diese Szene, Preuß gewann das Bulli, Schenach schaltete am schnellsten und wieder fand die Scheibe den Weg ins Tor, 6:0 der Spielstand, rein ins zweite Drittel. Die VU Feldkirch mittlerweile schon im Energiesparmodus, immerhin ging es am nächsten Tag ebenfalls aufs Eis und die Gäste nun mit mehr Platz. Vucurevic von der blauen Linie, Bock wohl etwas überrascht und auf einmal stand es nur noch 6:1. Die Hausherren ließen sich davon aber nicht beeindrucken, nur 2 Minuten später die Antwort, Essmann hier mit dem herrlichen Solo und auch mit dem erfolgreichen Abschluss, neuer Spielstand in der Fallberghalle 7:1. Noch war aber nicht Feierabend, einen haben wir noch, im letzten Abschnitt sorgte Fekete für den Schlusspunkt, die VU Feldkirch besiegte also HDK Maribor klar mit 8:1. Ja, wir haben sehr gut angefangen. Wir haben am ersten Drittel 6:0 geführt. Dann haben wir ein bisschen abgeschaltet zum Spieler. Dann ist das einfach ein verdienter Sieg von uns. Und ich hoffe, dass wir morgen weiter so spielen. Ja, ich hoffe wieder, dass wir so anfangen können wie heute. Und dann siegen, dann haben wir die Tabellenführung.